Ist halt mit Sprinten und mit Diagonalrennen und sowas. Von einem gewissen Punkt aus. Können wir schaffen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Bäh. Das wird jetzt vielleicht noch so ein oder anderen Versuch brauchen. Vielleicht lassen wir es auch. Oh, ich würde schon gerne irgendwie da rein. Aber das mit den... Ich würde gern und so vielleicht... Ist halt so eine Sache, ne? Weil wirklich anders kann man da nicht rein. Weil man kann halt nicht springen. Es ist tatsächlich so gedacht, dass halt... deine Geschwindigkeit für sowas ausnutzt. Aber irgendwie bin ich noch nicht... Ich komme nicht rechts genug rüber. Ja, das war schon fast gut. Ja... Mist. Ich schaff das noch. Vielleicht. Das ist manchmal ein bisschen knapp. Man kann da rein, man soll da auch so rein, aber... nicht so, wie ich das gerade mache. Aha, geht doch. So, da haben wir nämlich hier... Munition für... Ich glaube, das ist Fusionszellen oder sowas. Mega-Armor haben wir aufgesammelt. Das hier ist dieses Supercharge, was quasi halt mehr Leben macht. Und hier... ganz tolles, unnützes Item. Invisibility. Oder teilweise Invisibility. Was im Prinzip mega unnötig ist, weil dich sehen die Gegner so oder so. Ne? Und das Einzige, was halt das Ganze macht, ist halt, dass sich das Schussverhalten von Gegnern ein bisschen ändert. Was ich jetzt nicht unbedingt so viel besser finde, aber gut. Wenn die Gegner meinen, ja, die, also wenn die Entwickler meinen, ja, das muss so, ja, dann muss es so. So, ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwelche Shotgun-Shells habe. Weil sowas würde ich halt echt ungern liegen lassen. Und dann können wir eigentlich auch schon weitergehen. So. Haben wir 94 Schuss mit der Schrotflinte. Das ist schon ein bisschen was. Da liegt noch ein bisschen was. Damit kann man arbeiten. Ich könnte wahrscheinlich noch zurückgehen, ne? Ach komm. Bevor ich irgendwann out of money bin... Da gehe ich doch hier nochmal gucken. Aber ich glaube, jetzt müssen wir es so langsam haben. Ja. Achso, hier ist noch ein Teleporter. Für... Ah, okay. Ah, okay. Da, wo der Backpack war. Der Rucksack. So, und hier geht's jetzt weiter. Kriege ich hier noch ein bisschen Medipacks, aber brauche ich nicht. Da haben wir ein paar Pinky Pinkmans. Erledigen wir mal auf die Entfernung hier. Ja, easy, gar kein Problem. Style. So, da liegt noch ein bisschen Shotgun-Money. Bleib hier einfach oben stehen. Oder auch nicht, weil der trifft mich tatsächlich. Okay. Ah, und so unsichtbar ist hier auch noch. Dann hier rote Keycard. Noch zwei Gegner. Dann haben wir ein paar Schalter. Genau, der öffnet hier hinten hier so einen Haufen Gegner. Die tun mir fast ein bisschen leid. Denn die haben es mit mir zu tun. Was sage ich jetzt noch? Warte mal ab, bis ich nämlich hier später ein Level reinkomme. So, und dann der andere Schalter macht das hier runter. Das ist okay. Kann man machen. So. Hier über den Teleporter kommen wir wieder zurück. Brauche ich nicht. Das heißt, wir gehen einfach durch die Tür, wofür wir auch eine rote Keycard brauchen, die wir ja zum Glück jetzt haben. Guten Tag. Und da haben wir auch unseren Exit. So, habe ich alles erwischt? Ich habe auf jeden Fall alles getötet. Ich habe auch alles eingesammelt. Ich habe auch alle Secrets. Ist ja toll. Okay. So, Level 4. Ich weiß gar nicht, wie viel es gab. Ich glaube 30 oder so, ne? 30 Maps. Ich glaube, so ähnlich wie es auch im ersten Teil der Fall war. So. Hier links auch ein bisschen mies. Die ganzen Beppos, die da von der Dingens immer rausschießen wollen. Muss ich nicht haben. So, hier auch trifft sich Ims. Hier noch ein paar Beppos.
Da oben ist auch eine blaue Keycard, holen wir uns gleich. Muss hier nur so ein bisschen aufpassen. Hier, die Leute hier, die nerven mich auch hier, ne? Immens. Immens nerven sie mich einfach. So. Einmal den Knopf hier drücken, damit das Ding da runterkommt. Ich habe jetzt aber ganz schön viel Schaden gekriegt. Das gefällt mir gar nicht. Hier kann ich auch rein, wo die ganzen Leute hier rumhängen. Hier ein bisschen vorsichtig auf die Fässer schießen. Nicht, dass ich hier unnötig Schaden kriege. Dann kriege ich hier noch mehr Munition. Medikit theoretisch, da ich nicht gebrauchen kann, weil ich habe schon über 100%. Das heißt, allerhöchstens mit einem Supercharge könnte ich jetzt wieder weiteres Leben kassieren. Da wuselt so ein Unsichtbarer rum, den sieht man so ein bisschen vielleicht. Okay. Was haben wir hier alles soweit? Ganze Rüstung wird aufgesammelt und jetzt durch die Keycard natürlich öffnet sich hier wieder eine kleine Falle. Es ist eine Falle! Ja? Und ich glaube, hier unten ist halt alles Gift und sowas. Aber ihr seht es ja geradeaus, da ist eine Wand so ein bisschen komisch, da passt die Textur nicht. Warum wohl? Weil ist ein kleines Secret. So. Hätten wir auch von der Seite aus, glaube ich, nicht öffnen können. So. Dann können wir jetzt mit der blauen Keycard hier durch. In die Dunkelheit. Mal Feuerbällen ausweichen. Bisschen wie bei... Naja, ich habe ja die Doom-Kreaturen ja auch in Minecraft. Per Mod ja eingefügt. Weil ich mag Doom. Ist ja toll. Hier übrigens ganz toller Schalter. Dann macht das Licht an. Yay. Ja, kann man machen, muss man nicht. Und in Minecraft muss ich halt auch ständig irgendwie dann den ganzen Dingern ausweichen. Das ist toll, Nether. Nether ist halt ein toller Ort. So. Hier könnte ich auch die andere Shotgun nutzen. Weil es Munition spart. Wo ist er da? Weil die Imps hier sterben auch durch einen normalen Shotgun-Schuss. So, und hier auch ganz tolles Rätsel. Wie kriege ich die Kiste herunter, indem ich mich auf die kleine Kiste stelle? Ja. Ja, darauf soll man ja mal kommen, ne? Ja. So, hier noch eine rote Keycard. So. Genau, die rote brauchte ich ja, damit ich dann jetzt hier durchkomme. Kann man leicht übersehen, die Tür, wenn man irgendwie beschäftigt ist. So, wir wechseln hier mal, weil da liegt halt wieder so eine Köder-Keycard. Da kommen nämlich hier so ein paar Gatling-Gunner hier. Muss nicht sein, mag ich nicht. Und es sind halt auch echt nicht wenige. Es sind 4 Stück, 2 links, 2 rechts und beide so, die nehmen dich dann schon so ein bisschen in die Mangel. Muss ja nicht sein, ne? Muss wirklich nicht sein. Da kann man sich Besseres vorstellen. Da ist auch noch einer. Saftladen hier. So, habe ich hier noch irgendwas? Ich glaube, nein. Gehen wir mal hoch. Haben hier ein bisschen Munition, da ein bisschen Munition, hier eine Rüstung. Los war's, was ich hier soweit habe. Dann gehen wir auf die andere Seite, holen uns da auch nochmal Munition und sowas. Und dann mal gucken. Ach, da. Da ist auch ein Schalter. Damit die Brücke hier hochgeht. Eine goldene Keycard brauche ich übrigens für den Exit da vorne. Weil sonst komme ich durch den Exit nicht durch. Macht Sinn, ne? So. Dann gehen wir doch mal hier durch. Ja, Typ. Ne? Einfach so ein Pinky Pinkman. So zum Ende eines Levels. Ist okay, kann man machen. Steht da einfach hinter der Tür und wartet. Wir haben wieder alles gesammelt. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe doch mehr behalten im Spiel als gedacht. Muss ich ja doch irgendwie mal sagen. Hätte ich nicht gedacht. So. Ach ja. Ja, ja, der Raum ist auch toll. Nicht wegen euch. Sondern weil es gibt hier so ein paar Fahrstühle, die nicht so ganz offensichtlich sind. Und dann stehst du da plötzlich und da ist ein Fahrstuhl. Das ist auch ein Supercharger, den sammeln wir mal später ein. Und zum Beispiel, ich glaube, hier irgendwo war so ein Fahrstuhl. Ja. Mit so ein paar Imps. Und da hinten ein paar von den besten Gatling-Gunnern ever.
So. Versuchen auch die Beppos da hinten zu erledigen. Dann nehmen wir dafür mal die Gatling Gun. Wenn ich die hier finde. Da. Ich treffe nämlich auf die Reichweite dann besser als mit der Shotgun. So. Ich meine, es gibt ja auch Mods für Doom 2, dass du halt nach oben gucken kannst, dass du nach unten gucken kannst, dass du generell mehr Gewalt im Spiel hast. Und all so ein Krams. Aber auch so wurde halt bislang immer verzichtet. Ich finde es interessant, dass es sowas alles gibt, aber ja, ich brauche es nicht unbedingt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Haben wir hoch hier. Einmal alles einsammeln, was ich hier so finden kann. Wohl, ist ja nicht verkehrt. Keycards haben wir noch nicht. Das heißt, ich brauche noch nicht irgendwie nach links und rechts gehen. Aber ich glaube, ich konnte hier durch das Fenster, ne? Jo, das ist sogar schon zu weit. Ja. Ach ja, ja, genau. Das sind die anderen Fahrstühle. Im selben Raum, wo halt der Supercharge da rumliegt. Ich glaube, der ist nochmal so ein möchte ich im Fahrstuhl. Da liegt auch eine kleine Rüstung. Komm, ich will da runter. Komm, ich will da runter. Aha. Aber beides kann ich mitnehmen, weil wegen... Ich bin schon bei 100% jeweils. Geht halt nur mit den blauen Teilen, also Supercharge und Dingens. Und Super Armor. Doch, komm. Wollte ich hier hin? Ja, gut, kann man machen. Dann gehen wir hier halt nochmal hoch. Und dann springen wir vielleicht mal nicht ganz so weit. Muss man auch immer wissen, dass man hier irgendwie durch ein Fenster halt durchsprinten kann und so. So bist du da echt so ein bisschen aufgeschmissen. Und ich war in Doom 1 so extrem aufgeschmissen im Let's Play, ne? So, da ist eine Keycard, da wollen wir hin. Ich glaube, hier war auch noch irgendwo was. Jo. Da sind wir wieder hier. Hätte es auch so gegangen? Nein. Okay. Guten Tag. Okay. Oh. Der da hinten, ne? Der meint auch, er ist der Tollste. Da kommt auch noch ein Gatling-Gunner an. So. Mehr sehe ich derzeit nicht. Obwohl, ja doch da hinten. So, hier halt auch schön. Ja, das flackernde Licht und die Pfeile, die halt hier so aufblinken. Ist halt nett. Hier was? Da ist ein Gegner, der rauskommt. Und dann auch noch unsichtbarer. Das liebe ich ja. Da bin ich ja genau der Mann dafür. Nicht. Wow, 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 wow. Oh, Munition ist leer, das ist schlecht. Wir brauchen wieder mehr Kugeln. Ich habe so viel mit der Gatling Gun rumgeschossen. Das muss nicht sein. Okay. Habe ich jetzt hier alles? Ich weiß nicht. Ah, da ist noch was. Berserk! Ach ja, für mehr Nahkampfschaden für eine gewisse Zeit lang. Ist halt ganz nett. Kann man mal machen. Ja, und hier sind halt diverse... Ah, Feinde! Feinde, sie sind überall! So, Berserk ist ausgelaufen. Also nicht der Anime, sondern... Ja gut, der auch, aber... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr habt das gefälligst zu wissen. So, hier drücken. Hier mal aufmachen. Freuen. Da mal aufmachen, Freund. Also diverse Schalter, die ich hier drücke, sind halt einfach nur, damit hier eine Tür aufgeht. Wenn ich mich nicht irre. Denn hier geht es nämlich auch weiter. So. Ich überlege. Könnte ich eigentlich, ne? Hier nochmal einen Supercharge mitnehmen, dann ist er auf jeden Fall weg. Nicht, dass es dann heißt so... Du hast aber nicht alle Items angesammelt. Du bist doof. Ja, bin ich.
Und? Kannst du auch doof sein? So. Ja, nicht, dass es auch fürs Spiel dann heißt. Ja, du hast aber nicht alle Items eingesammelt. Gut, das wäre mir im Endeffekt halt egal, ne? Aber halt, wenn es daran dann liegt, weil ich mir dachte so, ja, ich bin mal sparsam, ja, dann ist es mir nicht egal. Wo waren das jetzt, verdammt?